Herzlich willkommen, hier ist meine Folge hier in Thüringen. Wir fahren jetzt auf Feld Nummer 60 und beginnen damit mit Gruppenkämpfung. Ich wünsche allen einen schönen Start in der Woche. Ja, bei mir geht's auch los. Heute ist bei mir noch Samstag. Montag beginnt bei mir die letzten 5 Tage Arbeit und dann habe ich ein bisschen Urlaub. Das ist gut. Habe ich auch einiges vor. Ich muss zum Zahnarzt. Da müssen wir schauen, ob ich da überhaupt eine Folge hinkriege. Nach dem Zahnarzt. Naja, je nachdem, wie ich mich dann fühle. Ne? Weil Montag, da hat er nur Spätschicht, also da werde ich nicht hingehen, da hat keinen Sinn. Ohne Termin hast du da keine Chance. Also Montag und früh. Mal sehen, wie das mit dem ganzen Corona-Mist läuft. Ob da gerammelt voll ist oder ob da ja, null ist. Ne? Also überraschen. Jedenfalls muss man mir eine größere Baustelle. Ne? Ich hoffe dann das letzte Mal, wenn ich Glück habe, also oder Pech. Ja, je nachdem, wie man sieht. Ne? Oh, Gegenverkehr. Oh, Gegenverkehr. Und so will ich Kurzwegfahrer. Da muss ich schnell ausweichen. So, Gras läuft aktuell noch. Also zwei Folgen. Also heute ist Montag, wie gesagt. Zwei Folgen, die jetzt am Sonntag und Montag laufen sollten, sind ausgefallen. Weil mein Mikro war halt zu weit weg. Zum Glück sind es nur zwei Folgen gewesen. In Anführungszeichen, aber wenn, wie gesagt, wenn ich nicht zu verstehen bin, ist es immer schlecht. Ne, ohne Maschinen geht's, aber mit Maschinen, die laufen ja auch nicht mehr oder weniger immer, ne? Ist es besser. Ich hau die Dinger einfach weg. Neue Zuschauer, die da reinkommen, ist das immer ungünstig. Ne? Ja gut, da habe ich halt in Anführungszeichen nur das gleiche wie jetzt gemacht. Ich habe nur überlegen. Sämaschine gekauft, zwei für Mais. Dann habe ich das Ganze vorbereitet. Das ausreichend ist? Ich glaube nicht. Wir müssen mal schauen. So, Kursgenerierung. Jedenfalls habe ich da zwei Folgen gemacht. Großen ganzen Gras gemäht, den Rest, und jetzt sammeln die fleißig Gras. Das Ding wird langsam voll. Das wird schon ein Problem. So, zwei Vorgewände. Ja, Überlappung, das ist neu. Das ist auch für die Ecken ganz gut. 7%. Beim Unkopfbekämpfung ist das nicht ganz so dramatisch. Denke ich mal. Da ist nicht, da ist ein Ecken nur. Das fehlt ein bisschen, das macht nichts. Ein Fahrzeug auf Feld 60. Ja, reich ist okay. Gehen wir mal auf Kurs. Lass mal kurz rechnen. Und zurück. Und ersten Wegpunkt. Sonst fängt der meistens einen zweiten an. Das ist immer bei 36 Meter so viel. Einstellen. Welchen Modus habe ich genommen? Ja, mal richtig genäht. Mehr geht doch gar nicht. Sonst wäre das schlecht, wenn er nur ein 1 km/h fährt oder so, ne? Kann passieren. Verkehrten Modus kann schon mal passieren. Bisschen Unkraut ist schon gewachsen, deswegen sagt man so, bevor das hier zu viel wird, machen wir prophylaktisch komplett alles weg. Wir wollen ja möglichst viel ernten. Jetzt haben wir so alles für die Marsch, fürs Bier. Der macht uns 12 km/h, das stimmt. Das dauert lange. Wie lange ungefähr? Eine halbe Stunde. Wir haben ja mehrere Felder, das heißt, ich brauche noch einen Traktor mit Pflegebereifung. Haben wir einen freien da? Ich glaube eher nicht. Der ist belegt, der kann eh keine Pflege, der kann auch keine Pflegebereifung. Na, der auch nicht. Aber hier einer, der hier der Stumpen fräsen kann. Der könnte. Den Jungen können wir vorne lassen. Ja, den bringen wir in eine Halle rein, wie es gehört, ne? Und suchen wir doof und dämlich. Ne? Ist ja meistens so. Wo hast du den gut gelassen? Ne? Liegt ja auch im Wald, ne?
Dann kommt der erste Schnee. Na, das wollen wir nicht. Wir waren immer gleich mal reinfahren. Beim Sägewerk können wir ihn lassen. Also rein theoretisch würde ich mir hier eher normalerweise für die Forstgeräte eine Halle aufrechtstellen. Ne? In dem Fall machen wir es noch nicht. Wir werden einfach die Geräte einmal hier hinstellen. So. Den anderen können wir glaube ich auch noch umstellen auf Pflegebereifung, der für die Paletten zuständig ist. Die Balken sind wieder voll. Wie gesagt, auf 5 geht extrem viel weg. Was ich habe ja mal probiert mit Aufladen automatisch immer. Das Problem ist nur, dann werden die nur zu 1/4 voll. Gut, leer sind die. Ja, das ist immer nebensächlich. Wir müssen sehen, ob wir nächste Fälle Unkopf bekämpfen. Das dauert ja so lange mit 12 km/h, wenn man 2 Fahrzeuge gefahren hat. Wir haben auch 2 Geräte da, wenn wir ausnutzen, ne? Das heißt, immer noch umrüsten auf Pflegebereifung und dann geht das los. Dann können wir gleich mit Feld 12 beginnen. War voll, ne? Ja, das ist ja das nächste Problem, ne? Die Lage wird voll. Die Verarbeitungszeit dauert auch ein bisschen so lange. Das ist in dem Fall schlecht. Gewicht brauche keins. Hauptsache, der kann auch immer auch umrüsten. Ist der kleine Messingfertig und ist in Toren, aber der große wird schwierig. Na, waschen nicht. So. Pflegereifen, und das passt. Sieht zwar scheiße aus, aber aber für die ja, für die Feldbearbeitung ist das sinnvoll, ne? Normalerweise haben die sogar eine Spur, wo im Prinzip die Felder Traktoren dann auch genau fahren auf dem Bereich, ne? Also wenn man dieselbe Spur verwenden, damit sie nicht so viel zerstören. Uns haben sie noch früher mit Flugzeug gedüngt. Ob das nun besser war oder als heute, das weiß ich nicht. Das muss ja unterhalten werden, ne? So, wir müssen auffüllen. Wir haben noch nicht genug. So. Ja, ein bisschen komische Deichsel, also mit Biegsamen, sag mal so. Das macht halt ein bisschen schwierig rückwärts zu fahren, ein bisschen. Wir brauchen ein bisschen. Ich wollte ja was eigentlich von der Marsch produzieren und dann hierher bringen. Über den globalen Markt. Ich müsste zwar kaufen, aber wenn ich viel herstelle, wird es hier auch billiger, ne? Dann müssten wir auf Feld 12 beginnen gleich. Und ob wir jetzt eine Silage herfahren können, ne? Könnt ihr mal auch machen, ne? Ups. Durch den Busch durch. Immerhin wären es ungefähr 2 Ladungen, ne? Oh, 97, das war bald voll. Und nachts geht ein bisschen schneller. Kann der gleich noch verarbeiten. Und wir können ein bisschen Geld verdienen.
Dürfte mit dem Dings voll sein. Fast. Was macht eigentlich Feldmoro 47 und 42? Raps. Ich weiß nicht, wieso ich Raps so spät gesehen habe. Jetzt ist man noch gepflanzt. Nicht gekeimt. Aber auch nicht Keimung fehlgeschlagen. Ja, spätestens morgen, wenn das nicht geklappt hat, müssen wir uns überlegen. Dass wir da entsprechend reagieren, ne? Hat er nur einen dünnen Schlauch hier genommen oder was? Nicht gut. Guck mal auf. Alle einstellen, ne? Dass zumindest die Silage hergestellt wird. Gleich Feld Nummer 12 machen und dann mal sehen, dass wir die nächsten Felder unterstützen. Ne? Der andere ist schon bei einer Runde gefahren, 70% was. Soll ich dann machen hier? Warten. Das aktuell wegrennen bringt ja auch nichts. Ist das Sägewerk wieder voll? Aber gut, Sägewerk, dann machen wir halt im Winter mehr. Zum Geld verdienen Sägewerk nichts. Sei denn, jemand macht viel Holz, ne? So. Jetzt geht's ins Feld Nummer 12. Ich meine, muss man dazu sagen. Wenn wir jetzt theoretisch eine Aussaat machen würden, dann würde ich keine 130 stellen. Ne? Das wäre dann doch zu riskant. Beim Unkraut ist ja nicht tragisch. So. Das ist neu. Mit 20%. Da hängt sich meistens hier vorne im Rohr fest bei den Bäumen. Meistens. CP ist ja zur Hälfte. So, erster Wegpunkt. Muss man zur Not, wenn das passieren sollte, die Bäume entfernen. So, das läuft. Können wir gleich mal den Stall putzen. Das wollen wir nachts wieder vorlegen, obwohl das mal eher nicht machen werde, weil man könnte auch wieder normal gehen auf 5 und doch vielleicht ein paar Stunden schlafen, wenn es ganz dunkel ist. Das kann ja mit Kurzdreher weitermachen, ne? Aber das ist ja erstaunlich dabei. Die Maschinen arbeiten auch nicht schneller. Das heißt, Zeit verläuft schneller, Kosten laufen mit. Was nicht mitläuft, ist die Arbeit. Das ist ja gemein, ne? Zumindest die Helfer und die Kurzdrehfahrer könnten theoretisch schon schneller arbeiten, ne? Geredet. Aber ich bin mal froh, dass überhaupt einigermaßen läuft. Jetzt Gegenverkehr kommt. Mal
erstmal Licht machen. Ja, wird dunkel, ne? Wir putzen vor der Nacht nochmal, morgen früh. So. Futter und so, ne? Hat hier wieder so huckelt, hier will ich auch nicht wissen. Unheim. So, sauber gemacht. Tiere nicht krank werden. Können wir ausschalten. Und mal das Ding hochnehmen. Der Staubsauger. Rüssel. Können wir gleich mal entsorgen. Damit wir hier entsprechend auch Geld verdienen können, ne? So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss. Ciao, ciao. Tja, morgen geht's weiter hier in Thüringen. Tschüss.